Hintergrund nicht ganz perfekt, aber ich habe es geschafft, so ein bisschen online zu sein und naja, meiner Versprechung, mehr über das Feuerelement zu verraten, Herr zu werden. Also, kaum glaubt man, der Tag beginnt, schon ist Mittag. Ja, das ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man vieles und tolle Sachen zu erledigen hat und wenn das Leben auch Spaß macht. Naja, gestern war ich ziemlich lang noch unterwegs mit einer Freundin. Wir sind dann beim Golfspielen gewesen und naja, es war einfach toll. Sonntag muss ja auch mal ein bisschen Ruhe sein. Und jetzt hoffe ich, dass viele Zuschauer da sind, damit ich ein bisschen was über das wunderbare Element, und zwar das Feuerelement, erzählen kann. Also das Feuerelement finde ich ist immer sehr interessant, weil es gibt ja erstmal die Entsprechung, die verschiedenen Ebenen, wie wir das auch sehen können. Also zum Beispiel einmal auf der körperlichen oder auf der psychischen Ebene. Also wir können zum Beispiel, wenn man die chinesische Astrologie sich anschaut, genauso wie das Feng Shui oder das I Ching oder die Diätik oder alles, was eigentlich mit dem Leben zusammenhängt, dann kommt ja immer eins raus, und zwar, dass alles Energie oder Qi oder sowas Unsichtbares, was uns am Leben hält, da ist. Aber es gibt auch das Yin und Yang und es gibt sozusagen die fünf Wandlungsphasen. Und die fünf Wandlungsphasen sind immer einer Energie oder einer Qualität an Qi zu verbinden. Naja, und heute schauen wir uns mal das Feuerelement an. Das finde ich ist sehr, sehr spannend. Darum habe ich gleich einen feurigen Hintergrund und irgendwie ein T-Shirt angezogen oder die Bluse, die ein bisschen was Feuriges an sich hat. Aber naja, da gibt es noch mehr Elemente drin in meiner Bluse, gell? Also das Feuerelement von der chinesischen Astrologie, wo wir ja wirklich nicht viel verändern können, außer was man immer verändern kann, ist sein Verhalten. Denn wir sagen in der chinesischen Astrologie, veränderst du dein Verhalten, veränderst du auch ja die Resonanz der anderen Personen dir gegenüber. Oder was zum Beispiel auch ein Vorteil ist der chinesischen Astrologie, ist, dass du einschätzen lernst, wie ist denn der andere. Zum Beispiel hatten wir ja das Yang Holz. Das Yang Holz wäre sehr stur, ja, das würde nie nachgeben. Das ist eigentlich wie unbeweglich. Und beim Yang Feuer ist es ganz, ganz anders. Das ist ja die höchste strebende Energie auch. Und das Yang Feuer ist ein ganz herziger Typ, aber es ist auch sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, dynamisch in seinem Leben. Jetzt zeige ich dir mal zwei große Bücher von mir und dann werde ich dir ein bisschen was, ein paar Notizen vorlesen, was das Yang-Feuer in der chinesischen Astrologie bedeutet. Nummer eins, das ist mein Workbook, kann ich sagen. Also es sieht super chinesisch aus, gell, in vielen Ebenen. Und man sieht einfach, da habe ich ziemlich viele, viele Formeln drin, wenn es um das Feng Shui geht. Und es ist leider noch nicht alles, was ich kann, sondern da gibt es noch eine ganze, ganze Menge mehr an Formeln, die hier noch nicht drin sind und die ich trotzdem noch gelernt habe. Das zweite sieht ein bisschen chaotischer aus. Ja, da muss ich mal wirklich dran, aber manchmal habe ich einfach nicht die Zeit dazu, alles gut zu strukturieren, weil ich jedes Jahr sehr, sehr viele Kurse besuche, weil ich denke mir, ich bin zwar schon Meister in meinem Fach, aber ich liebe es zu lernen und ich liebe es noch tiefer und gründlicher in die Themen reinzugehen. Und darum, ja gut, mein Fachwissen ist natürlich das Feng Shui. Da würde ich mal sagen, bin ich schon sehr, sehr gut ausgebildet und habe viele Kollegen weltweit, die mich da sehr unterstützen, auch kleine Details noch zu erfahren. Und das sind meistens dann ja Asiaten oder zum Beispiel mein Lopan-Macher, der Cheng, der in Taiwan sitzt. Und heute erzähle ich dir ein bisschen was über das Yang-Feuer, denn ich finde, das habe ich mir zusammengeschrieben in diesem Büchlein und das sind so Kursunterlagen von mir, aber ich finde es so interessant, also weil das richtig erklärt, was eigentlich von der Charakterstruktur dem Yang-Feuer unterliegt. Also, das Yang-Feuer bringt Vernunft, Ausdrucksfähigkeit, gute Manieren und Geselligkeit.
Es entlarvt Ungerechtigkeit und versucht, sie zu beseitigen. Ja, das kann ich immer sagen. Die meisten, die Yang Feuer sind, haben einen wahnsinnig hohen Gerechtigkeitssinn. Yang Menschen sollen die Situation verbessern. Einerlei, ob ihre Mitmenschen damit einverstanden sind oder nicht. Ja, sie glauben, zum Wohle aller zu handeln. Ja, das denken sie immer und wollen dann auch Menschen davon überzeugen, dass sie eben das Gleiche denken müssen. Aber das ist eben nicht so. Ja, jeder Mensch hat ja seine eigenen Ideen dazu. Sie lassen sich leicht von ihrer Begeisterung mitreißen und neigen dazu, Schwächere zu unterdrücken, was manchmal grausam sein kann. Ja? Sie können Autorität laut und aggressiv sein, sowohl körperlich als auch mit Worten. Diese Menschen sind kampflustig, dass sie großen Schaden anrichten könnten, aber eigentlich sind sie total liebenswert. Gell? Die haben nämlich so enorme Energie, die Menschen, dass sie manchmal gar nicht wissen, was sie damit anfangen können. Also wichtig ist bei den Yang Feuer auch noch zu sagen, wenn sie zum Beispiel jemanden verletzen, ja, weil sie eben in ihren Meinungen so sind, wie sie sind und im Denken eben im Wohle voll aller zu sein, dass sie das vergessen, dass man den anderen vielleicht verletzt. Und wenn der andere verletzt ist, dann vergessen sie auch sehr schnell, dass sie ja, sich vielleicht entschuldigen, sehen dann wieder alles als ganz normal an. Das ist immer ganz gut, wenn man so die Charakterstruktur der einzelnen Personen gut erkennt, denn dann kann man sich eben verändern. Und das finde ich immer das Schöne dran, weil wenn du weißt, wie ein Yang Feuer zum Beispiel agiert oder wenn so eine Person so diese Strukturen hat, dann kannst du einfach gut erkennen, wie du das gut verändern kannst. Oh, da fragt die Tanja nach, wie weiß man, was man selbst ist? Also Nummer eins, also man müsste sich ein chinesisches Horoskop erstellen lassen und dann nehmen wir immer die Tagessäule, also es ist sozusagen in vier Säulen aufgeteilt, das chinesische Horoskop im Jahr, im Monat, im Tag und in der Stunde. Und du agierst sozusagen aus den Tageselementen heraus und hast natürlich die Beziehungen zu den anderen Elementen. Und du läufst selbstständig natürlich entweder als Frau oder Mann in einem bestimmten Lebenszyklus, der dich wie in 5er Jahreszyklen, genauso wie der Jahreszyklus, deine Struktur des Lebens ja, beeinflusst, will ich mal sagen. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, ich bin jetzt ein Feuer und ich bin so und so und ich bin jetzt ein Yin-Feuer und ich bin so und so, sondern man muss es wirklich ganz genau bewerten. Und der wichtigste Punkt eigentlich dabei und der schwierigste Punkt überhaupt bei der chinesischen Astrologie ist, welches der 5 Elemente brauchst du und welche unterstützen dich am allermeisten? Und dieses Wissen könntest du jetzt einsetzen, um ebenfalls nochmal zum Beispiel in Farben oder Formen oder vielleicht sogar in der Kleidung dich selbst zu unterstützen. Ja, wenn du da mehr wissen möchtest, dann kann ich dir einen sehr, sehr guten Experten senden. Also wenn du dein Geburtsdatum ausrechnen lassen möchtest, das kostet natürlich ein bisschen was, dann kann ich dir einfach mehrere Adressen nennen. Schreib mir dann bitte unter petra@feng-shui.de. Ich schreibe die Adresse nochmal drunter und dann, oder per Messenger kannst du auch, dann kann ich dir einfach die Adressen zusenden, dir ein chinesisches Horoskop erstellen. Ich selbst mache zwar auch chinesische Horoskope, bin aber total ausgebucht bis zum Ende November und kann leider keine Horoskope annehmen. Und ich habe mich selbst spezialisiert auf das Feng Shui, das immer, wenn ich eine Feng Shui-Beratung mache, natürlich das Horoskop mit einfließen lasse für alle Personen seit 98. Also du weißt schon, da habe ich auch einen wahnsinnigen Wissensschatz. Weil wenn du für alle Personen, die du berätst, auch noch das Horoskop mit bewertest, kannst du schon gut einschätzen, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Ja, und das war eigentlich für mich immer die Neugierde. Denn ich habe 98 Dr. Manfred Kubni kennengelernt, habe als erste Studentin von ihm die chinesische Astrologie bei ihm gelernt. Und ich habe immer zu Manfred gesagt, naja Manfred, ich bin ja bloß jetzt bei dir im Kurs, weil mich Feng Shui so unheimlich interessiert und ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Und er hat gesagt, ja Petra, also mach einfach weiter, berate die Leute, schau dir einfach das an, das ist so toll.
Und gerade gestern habe ich wieder mit ihm telefoniert und er sagt, es ist halt so toll bei unserer Freundschaft, weil ich bin für das Feng Shui und er ist für die chinesische Astrologie und da ergänzen wir uns natürlich wunderbar. Also den kann ich sehr, sehr empfehlen und vor allem auch seine Bücher sehr, sehr empfehlen. Er ist absoluter Experte auf diesem Markt und der macht das auch sehr, sehr schön, wenn er das Horoskop erstellt. Naja, jetzt haben wir das Yang-Feuer, ja, wie das Yang-Feuer ist, ein bisschen impulsiver, vergisst schnell, dass es andere vielleicht verletzt hat, ja, geht dann einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Bisschen nachtragend würde man das Yang-Feuer einschätzen. Und aber superherzig, ja. Die Menschen des Yang-Feuers sind auch manchmal zierlich, aber super dynamisch. Also die haben also ganz viel Power. Beim Yin-Feuer, wenn man als Tageselement ist, ist es ein bisschen anders. Dann ist man sehr zurückhaltend und zögerlich und vor allem sehr ängstlich. Denn das Yin-Feuer verbrennt innerlich, sagt man. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen explosiver. Ja, sie sind sehr ängstlich und treten eben nicht so nach draußen. Beim Yin-Feuer würde man jetzt eine Empfehlung geben, dass man sagt, dass man seine Gefühle besser in der Balance hält, dass man viel Sport macht, viel nach draußen geht und einfach seine inneren Gefühle, dass man nicht verbrannt wird, nach außen ausdrücken kann. Ja, das ist sozusagen die chinesische Astrologie, ein bisschen so eine Idee dahinter. Aber wie machen wir das jetzt im Feng Shui? Wie nutzen wir dieses Feuerelement und wie können wir das unterstützen? Viele Bücher sagen ja, das Feuerelement ist in den Süden. Ja und nein. Ja, auf jeden Fall, klar ist der Süden mehr die Yang-Energie und hat natürlich mehr Kraft und auch mehr Sonne, kann man sagen, wie jetzt die nördliche Energie. Aber dass man jetzt dazu neigen würde, jetzt zu sagen, dort ist jetzt der Ruhm und das Ansehen, das stimmt überhaupt nicht, denn Ruhm und Ansehen, du siehst ja schon von dem Typ des Feuers, na klar möchte der was bewirken in seinem Leben. Hundertprozentig, der möchte seinen Abdruck hinterlassen. Das ist aber so, dass das eigentlich fast jeder Mensch wünscht, ja? Weil wir wollen ja, wenn wir auf der Erde sind, eben eine Spur hinterlassen. Nicht, dass wenn wir sterben, das dann heißt, oh Gott, nothing, nothing ist, also nichts ist einfach übrig geblieben von ihm, gar keine Erinnerungen. Oder er ist einfach ausgelöscht, das wäre ja traurig. Also das versucht man ja irgendwie immer. Aber manche Bücher sagen einfach, anhand des Drei-Türm-Papas hätte man den Süden für den Ruhm und für das Ansehen. Das sehe ich überhaupt nicht so, denn im authentischen klassischen Feng Shui ist es so, dass die südliche Energie zwar mehr Energie beinhaltet, aber wir immer noch sehen müssen, welcher Typ von Mensch passt jetzt genau in diesen Südsektor zum Beispiel? Oder ist es gut für denjenigen, da reinzukommen, vielleicht mit der südlichsten Energie? Ja? Tut ihm das gute Menschen? Kann er mit dieser Energie überhaupt konfrontiert werden? Und dieses Jahr haben wir ja das Yang-Metall-Wasserratte, also das heißt Yang-Metall und Yang-Wasser, also sehr Yang, aber Metall und Wasser zugeordnet. Da gibt es kein Feuerchen drin, nichts, null, außer vielleicht in den Monaten, aber da sind wir ja jetzt auch schon drüber, denn der Sommer ist ja schon vorbei, wir sind ja schon im Herbst. Also das heißt, da haben wir schon nichts mehr an viel Feuer drin. Das bedeutet, die Menschen könnten wieder weniger freudvoll sein. Ja, und es ist immer so, man sagt, einen Konflikt, ja, einen Konflikt zu dem Feuerelement. Und was passiert, wenn es einen Konflikt gibt im Jahr? Dann kann es sein, dass zum Beispiel die Leute nicht mehr so gewillt sind, schnelle Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel bei der Börse irgendwie zu spekulieren. Ja, das kann ja nicht mal sein, dass die Börse einfach nach unten rutscht und dass man einfach, weil man braucht irgendwie so gute Emotionen oder oh ja, das geht schon weiter und alles wird einfach supi und man ist so in der Freude. Und wenn wir das aber nicht haben, dann ist sozusagen das Metall und Wasser im Vordergrund und das kann uns dann einfach heißen, stopp, also nee, ich riskiere lieber nichts, ich bleibe auf der sicheren Komponente, ich gebe kein Geld aus, Wirtschaft geht dann nach unten natürlich, gell? Das ist dann immer die Vorhersage, dass man, wenn man die Börse dann beobachten würde, ja, natürlich bin ich kein Börsenspezialist überhaupt nicht, ich habe keine einzige Aktie. Und ich würde auch nicht spekulieren, weil das überhaupt nicht mein
Mein Anliegen ist aber, würde man zum Beispiel sagen, dass es eher so ist, dass es im Herbst immer ein bisschen nach unten geht. Ja? Und das hat eben auch mit den Elementen zu tun. Und ich bin jetzt mal gespannt, was so im Oktober, November und Dezember passiert, weil da haben wir noch weniger an dem Feuerelement. Und das kann natürlich für die vielen Menschen einfach sehr frustrierend wirken. Und dadurch kann sich zum Beispiel ja so Ängste aufstauen, weil man ja nicht mehr die Freude im Herzen hat, weil man einfach glaubt, alles ist düster. Also das heißt, wir brauchen immer den Ausgleich dieser fünf Elemente. Und wenn wir das in der Zeit nicht haben, dann kann es für viele Menschen, nicht für alle, aber für einen Großteil der Menschen schon schwierig sein. Ja? Also das Feuerelement liebe ich sehr. Also wenn ich an mein Feuerelement denke, dann denke ich immer an meine Tochter, weil die symbolisiert für mich das Feuerelement. Die ist genau so, wie eigentlich so ein Young-Feuer-Typ ist. Und ich habe eine ganz liebe Freundin, die ist das Yin-Feuer. Immer wenn ich mit ihnen zusammen bin, dann denke ich immer so sehr, mein Gott, ihr seid so typisch für dieses Feuerelement. Liebenswert bis zum Abwinken und... Ja, also ein ganz besonderer Typus von Mensch. Also sie sind immer freudig und sind auch, reißen auch andere mit. Das ist es so. Ja, das ist ganz gut. Im Feng Shui, wie gesagt, ist es dem Süden zugeordnet. Aber es gibt noch weitere Aspekte, die im Feuerelement enthalten sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch weitergehen in das authentische, klassische Feng Shui, sehen wir einfach, dass das Feuerelement natürlich auch eine Explosionsgefahr mit sich bringt. Wenn wir die zeitliche Qualität des Feng Shui bewerten, so können wir ganz genau beurteilen, wo zum Beispiel so eine Art Feuergefahr ist. Ja? Also zum Beispiel, wenn Kombinationen sind, die das Feuer auslösen könnten und das in bestimmten Jahren. Und ist ja ganz interessant, ich hatte mal einen Feuerwehrmann kennengelernt und zu dem habe ich gesagt, ich würde so gerne mal dabei sein, wenn Feuer aus, also wenn irgendwo gebrannt hat und dann könnte man ja kalkulieren, ob das wirklich so ist. Und ja, ich hatte dann auch so ein Erlebnis, weil bei meinen Nachbarn, nicht in diesem Haus, sondern in einem anderen Haus hat es auch gebrannt. Und ich wusste aber, dass in diesem Jahr solche Konstellationen sind und ich habe Vorkehrungen getroffen und mein Nachbar eben nicht, der die gleichen Konstellationen hat und bei ihm hat es gebrannt und bei mir nicht. Also das finde ich ganz interessant, weil wir können dadurch natürlich zum Beispiel die Küche beurteilen, weil die Küche hat ja immer so ein bisschen Brandgefahr, gell? Es könnte immer sein, dass da so eine Energie ist und wir können dann vorhersehen, dass eben genau diese Energie vielleicht dann gemildert wird, indem man die Küche vielleicht verändert oder dass man besonders aufpasst auf den Herd. Es gibt so, so viele Ideen, was zu dem Feuerelement gehört und ich finde es immer so interessant, wenn man sich jedes Element ganz genau anschaut. Übrigens zur chinesischen Medizin gehört immer das Herz und der Dünndarm dazu und die Schulter, ja, finde ich auch immer ganz gut, weil es ist auch so, wie auf den Schultern klopfen sollten wir uns ja manchmal auch für das, was wir alles machen. Ja, der Sommer gehört dazu, die Jahreszeiten natürlich auch, das Sommer. Und wenn es dann die chinesischen Tierkreiszeichen sind, dann sind es die Ziege, das Pferd und die Schlange. Mein Gott, es gibt noch so viel mehr über dieses Feuerelement zu erzählen, aber... Das war erstmal so ein kleiner Rundschwung um das Feuerelement und ich glaube, Mittwoch bin ich wieder live und dann würde ich gerne weitermachen mit der Serie und zwar die Young Erde. Sehr, sehr interessant, besonders was die Charakterstruktur angeht. Dann wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Tag und ich muss jetzt weiterarbeiten, da knackt es nämlich ganz schön bei mir, da ist viel zu tun. Dir einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe und bitte, bitte schreibe mir, was du denn gerne noch wissen möchtest über das Feuerelement oder möchtest du ein chinesisches Horoskop haben, denn das ist so, so interessant und so wahrheitsgetreu, da wo ich mir denke, da kann man wirklich ganz genau danach gehen, was auf einen zukommt, aber das Allerbeste ist noch, du kannst ja auch was verändern, indem du dich selber veränderst. Ja, das ist es. Aber wie soll ich mich verändern, wenn ich doch in meinem Hamsterrad drin bin und immer das Gleiche mache, oder? Meistens ist es gut, wenn ein anderer draufblickt und sagt, du Petra, also das kannst du jetzt verändern, dann wird es nämlich anders. Und dann könnte ich mir überlegen, aha, vielleicht hat der ja sogar recht.
Dann kann ich immer noch entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Also, und das ist immer eine große Hilfestellung. Also, bitte schreibe mir, teile auch gerne die Videos. Ich freue mich immer ganz, ganz dolle drauf, wenn man das Video teilt. Und wunderbaren Tag. Tschüss!